So, meine Freunde, und herzlich willkommen bei eurem Lieblingszigarettenverkoster auf YouTube. Das war kein indirekter Front an Free.Warp, schaut an den Pre. Wir sind natürlich cool. Wir kennen uns zwar nicht, aber wir sind cool. Heute haben wir den Duft der großen, weiten Welt, nämlich Peter Stuyvesant. Der ein oder andere etwas belesenere Atze, der wird sich wahrscheinlich denken, Moment mal, das war doch der Gouverneur von New York damals. Also damals hieß New York noch gar nicht so, da hatte das noch Amsterdam im Namen. Ich habe mir das gerade auf Wikipedia durchgelesen. Man macht sich ja auch ein bisschen schlau, bevor man so eine Zigarettenreview macht. Und eben nach diesem Gouverneur ist diese wunderbare, etwas höherpreisigere Zigarettenmarke benannt. Ich war gerade bei der Tankstelle und habe gesagt, ich hätte gern mal hier eine Packung Stuyvesant. Und ihr hättet sehen sollen, ich hätte es eigentlich gern gefilmt, wie überfordert die Kassiererin war. Die stand da, ja, hier die R1, nee, nicht die R1, ja, hier Ernte 23, nein, auch nicht Ernte 23, Stuyvesant, ganz einfach. Da merkt man, die wird nicht so häufig gekauft, zumindest nicht bei der Tanke, wo ich sie gekauft habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass relativ wenige überhaupt noch wissen, dass Stuyvesant existiert. Ich habe letztens auch mit meinem Vater darüber geredet, der meinte, wie, die gibt es immer noch. Die wurden hauptsächlich in den 70ern geraucht und dann eher in den 80ern. Und dann kam ja Marlboro und hat alle auseinandergefickt. Und irgendwie haben die jetzt einen relativ geringen Marktanteil und bewegen sich wahrscheinlich in einem ähnlichen Feld wie die HB. Also eher so Zigaretten für Leute, die Genussraucher sind, hätte ich mal sagen. Die haben 0,8 Milligramm Nikotin, sind also relativ... ja, normal, tätig sagen, so eine Camel, ich vergleiche sie ja immer gerne mit Kamel, mit den Kamelen, die haben 0,9 Milligramm Nikotin, ja, und die haben 0,8. Ich habe mir dieses Mal sogar durchgelesen, wie viel Teer drin ist, vielleicht kann sich das irgendwer zusammenreiben, ob das dann dementsprechend gesundes 10 Milligramm Teer hat, so eine Peter Stuyvesant. Aber wir wollen jetzt auch nicht lang schnacken, wir wollen uns jetzt mal die Packung anschauen. Und hier haben wir es auch schon, Rich Choice Tobaccos bedeutet, wir haben hier wirklich eine Zigarettenmarke, die eher, sag ich mal, für die gehobeneren Leute gedacht ist. Das spiegelt sich auch im Preis wieder, denn wir haben hier 20 Stück drin und es kostet satte 7,70 Euro. Das hat mir wirklich an der Tankstelle wehgetan, also ich gebe ja gerne für meine Zuschauer auch mal ein bisschen Geld aus. Aber 7,70 Euro, das habe ich, das tut weh, das... macht dem Geldbeutel keinen Spaß. Ich würde sagen, so circa 7 Euro oder 7,20 Euro sind solide, sind in Ordnung. Aber 7,70 Euro ist schon viel. Tut weh. Dafür ist die Zigarettenpackung aber auch wirklich vollgestopft bis oben hin. Also ihr seht, man bekommt die erste Zigarette nur schwerlich raus. Sind 20 Zigaretten, ist halt die Vorgabe in der EU. Zu der Zigarette selber gibt es relativ wenig zu sagen, außer dass hier Peter Stuyvesant draufsteht. Ist unspektakulär, da gibt es keine wegweisenden Designentscheidungen oder irgendetwas Besonderes. Aber der Geschmack soll es ja ausmachen. Und deswegen rauchen wir jetzt eine Peter Stuyvesant gemeinsam. Natürlich muss der Kameramann auch direkt eine tasten. Ne? Und wie gesagt, also versprochen wird uns ja der Duft der großen, weiten Welt. Zumindest wurde uns das damals versprochen, weil mittlerweile, wir wissen es alle, Zigarettenwerbung, ein No-Go. Peter Stuyvesant gibt sowieso keine Werbung mehr. Und ich finde, bei solchen Zigarettenmarken ist es wichtig, die auch nochmal in die Öffentlichkeit zu pushen, weil ich habe keine Ahnung, wie lange es noch gibt. Wahrscheinlich nicht allzu lange, denn die großen Marken, Marlboro und die ganzen anderen Konsorten, die werden natürlich überleben. Aber solche kleinen Marken, die werden es in Zukunft mit den ganzen kommenden Gesetzen schwer haben. Ich muss sagen, der Geschmack ist für das, dass die Zigarette 0,8 Milligramm Nikotin hat, sehr, sehr leicht. Ist erstaunlich. Ist wirklich erstaunlich, weil ich habe eigentlich gedacht, okay, 0,8 Milligramm Nikotin, da wird man auch natürlich ein bisschen was Kratziges haben. Das habe ich jetzt hier nicht. Also tatsächlich schmeckt die sehr, sehr leicht, die Peter Stuyvesant. Die hat wirklich, die geht sehr, sehr gut runter, hat aber dennoch auch einen guten Nikotinhaushalt, würde ich mal behaupten. Also es ist nicht so, dass man irgendwie gar nichts vom Nikotin spürt, weil das stört mich dann ja auch immer, wenn man irgendwie so eine leichte Zigarette hat. Also das ist auf jeden Fall eine sehr angenehme Zigarette.
Und ihr seht natürlich, also wenn ihr jetzt hier das, euch das Bild mal anschaut, dieser Bree, der hat natürlich auch eine Stülpe im Mund und der hat natürlich auch eine schöne Aussicht, ja. Also der hat hier sogar einen Cocktail. Gut, diese Aussicht ist nicht so schön. Also wir reden hier natürlich nur vom Meer und nicht von den Frauen. Das ist ganz klar, bevor ihr irgendwer wieder feministische Kommentare schreibt. So fühlt sich auch die Zigarette an. Natürlich könnte man jetzt behaupten, ich würde mich stark von diesem Marketing beeinflussen lassen. Aber ich finde, es fühlt sich schon erhaben an. Und dadurch, dass ich jetzt praktisch hier den Gouverneur von New York rauche, sozusagen, versteht sich der ehemalige Gouverneur von New York, bevor das jetzt auch einer in die Kommentare schreibt. Ich muss sagen, die Zigarette schmeckt gut. Preis-Leistungs-Verhältnis ist eine Katastrophe. Das müssen wir wirklich mal anmerken. 7,70 € hat wahrscheinlich keiner von euch auf Tasche. Und die, die es auf Tasche haben, die werden sich dann wahrscheinlich eher was anderes für das Geld kaufen. Dennoch würde ich sagen, ist okay, die Zigarettenmarke macht Spaß, ist empfehlenswert, sie hat auch was Erhabenes, weil, wie gesagt, das Design, auf das bin ich noch gar nicht so sehr eingegangen, es sieht auch sehr, sehr edel aus. Ja, also hier Original, es gibt auch nichts anderes als das Original. Also wer jetzt denkt, es gäbe da irgendwie noch Variation, der hat weit gefehlt. Die Peter Stuyvesant, Stuyvesant, ja, die werden von Davidoff hergestellt. Das ist jetzt ein Fact, den ich nicht wusste. Bei Davidoff oder Davidoff oder wie man die auch immer ausspricht, habe ich auch schon vorgestellt. Also auch eher eine höherpreisigere Marke. Ja, meine Freunde, also ihr könnt mir gerne mal eure Erfahrungen mit Peter Stuyvesant in die Kommentare schreiben, ob ihr mit dem Pre schon mal gechillt habt. Ich würde dieser Zigarettenmarke eine solide Punktzahl von, sagen wir, eine solide 7,5 von 10. Ich hätte eine 8 von 10 gegeben, wäre das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so eine dermaßen Katastrophe. Aber wir geben jetzt eine 7,5 von 10. Macht die 500 Abos endlich bei Bibi Swagster voll, damit wir auch mal ein bisschen den Leuten zeigen können, was der gute Content auf YouTube ist, was der gesundheitsfördernde Content auf YouTube ist. Und in diesem Sinne, ciao, ciao.